Flugfeld, wo der Mittelpunkt irgendwo ist, denn so, da stellen wir das Skelett auf. Ja, pass auf, wir sollen aber erstmal nur 70 Meter gehen. Ja, sind wir auch nur. Ja. Habt ihr extra gemacht? Ja. Ja. Wir haben ein bisschen. Hier, Jochen, hast du dran gedacht? Ja, gut. Ja, der muss schräg sein. Okay. Aber wir wollen mal eben gucken. Das hier ist so. So, so. Jetzt kommt der. Die Schräge ist schon mal gut. So. Ja, genau. Reicht dir das? Ja, das müsste ich. Wir müssen uns hier verblöden, ja? Wir müssen hier die Doofen spielen, ne? Damit ihr was zu lachen. Ding ins Gesicht. Ach, was? Oh, ich falle. Was die für einen Ton machen. Ja. Der Hammer. Die machen so einen richtig geilen Ton. Muss jetzt schon runter. Ist ein bisschen fummelig. Morgen. Morgen. Ja, und da siehst du natürlich, dass der hier eine Art Ausblende ist als schwarz-weiß und nur die hohen Temperaturen als farbig hast, dann sitzt das natürlich auch mehr vom Umfeld ab. Ja.
Dämmerung fliegst, wo du eigentlich die Wege mit dem Auge nicht mehr siehst. Ja, die Grundwarnung, ne? Und jetzt bin ich jetzt gerade hergelaufen. Ne? Das ist ein Pfeifer. Da vorne ist eine Art Haller. So, das ist der letzte diesen Läufer. Also, ich kann selber gerne. Wir machen immer so. Was? Wir sind. So ein Bildschirm braucht man gar nicht, man kann auch mit dem Handy fliegen. Ich wollte hier mit dem Signal, was wenn übertragen wird. Das kann doch mit der App überhaupt nicht funktionieren. Das Handy hat doch keinen HF-Empfänger. Also das wundert mich. Wenn dann müsstest du fürs Handy müsstest du schon über Wi-Fi. Ja, aber ist hier ich bin da schon mal. Wenn er hier vorne doch gut geht, der sieht so ein bisschen kleckern aus. Warte mal, ich bin glaube ich gar nicht. Ich muss mal selber schauen, wo ich hier bin. Ah, da bin ich. So, wer möchte, ist noch ein bisschen Akku drauf, also wer das auch mal erleben möchte. Okay, das ist so weit runter, das ist so steht. Jetzt einmal mit der Hand nach hinten greifen. Ganz nach hinten, da ist so eine Schraube hier hinten. Ja, wir haben so ein bisschen, vielleicht kommt das zumindest da, wo es auch, damit ihr es nicht ein bisschen brauchen, wir mal ein bisschen Motorzeug. Ja. Aber das kommt zu Hause, dann aber noch zwei, drei Leute. Wenn du jetzt kommst, ich wieder aus. Ja, ja, genau. Nee, vorne einfach ein Band. Wir machen jetzt gleich eine Flugvorführung und zwar wird der Wolfgang, der hier vorne schon fleißig auch am Erklären ist, wird gleich mit der Inspire, das ist die Drohne hier vorne, die große weiße, wird er einen autonomen Flug demonstrieren. Und zwar hat er heute Morgen, wir haben hier solche Pappfiguren aufgestellt, ach jetzt ist der Wind gerade so laut, hat solche die Pappfiguren aufgestellt und ist den Weg zu den Pappfiguren schon abgeflogen und hat diese Flugroute abgespeichert. Und diese abgespeicherte Flugroute kann die Drohne jetzt selbstständig wieder abfliegen. Und das wird jetzt gleich demonstriert. Nur aus Sicherheitsgründen, falls irgendwas schief geht, aber die Punkte werden jetzt im Einzelnen völlig selbstständig abgeflogen. Hat bei dem Modell jetzt den Vorteil, wenn die Drohne den Flug automatisch vollzieht, kann sich der Steuerer gänzlich auf das Filmen konzentrieren, kann also die Kamera, die unten drunter hängt, völlig frei von der Flugbahn steuern, unabhängig vor allem. So, es gibt jetzt direkt noch einen zweiten kleinen Demonstrationsflug. Und zwar ist es ja so, dass wenn man gerade auch am Anfang oder in einer unklaren Flugsituation nicht mehr ganz genau weiß, wo der Kopter sich befindet oder in welche Flugposition und man halt unsicher. Warte, hat er nicht? Muss das Gummiband noch aufziehen? Ich gehe da zusammen an. Ja.
So, für diese Vorführung wird auch wieder die Inspire genommen, DJI. Das heißt, der Benno fliegt jetzt, soweit ich weiß, einmal diagonal übers Feld zum gelben Ballon da hinten. So, Position erreicht. Und wird dann jetzt den Flug einleiten. Bei einigen Flugmodellen wird diese Return-to-Home-Funktion auch ausgenutzt, dass die Drohne zum Beispiel auch bei zu niedrigem Akkustand selbsttätig zurückkehrt, damit halt die Drohne nicht einfach vom Himmel fällt. Vielleicht kannst du auch ankündigen, Objektverfolgung, und da suchst du dir eben einen sportlichen Menschen aus, ja? Der bis zum gelben Ballon laufen muss und zurückkommen muss. Freiwillige Vorwahl, gucken, wann der ist. Ja, du musst einfach einen aussuchen, wie im Fernsehen auch. Da geht er ja auch hoch und sagt, du kommst mal mit auf die Bühne. Da war ich eben schon mal drauf. Wenn es um Ahnung geht, dann hier, Mama. Genau. Also es geht nicht ein reines Schwimmen. Seid ihr wieder weg? Bewegt dich einfach mal. Wir können auch jetzt schon sehen. Nee, warte, schau raus. Bleib mal stehen. Komm. Hast du noch nicht? Ja, er war auf dem Bild vorne bei euch. Ja. Okay. Dann jetzt nochmal. Genau, jetzt, wie man sehen kann, wird er jetzt automatisch verfolgt. Der Wolfgang macht jetzt nichts, kontrolliert eigentlich nur am Bildschirm, ob die... Hast du den Sportflug reinprogrammiert? Grüne Jacke sehe ich gerade, war gar nicht ganz so optimal, wie ich gedacht habe. Im Prinzip war es jetzt schon hier. Ein kleiner Applaus für unseren freundlichen kleinen Helfer hier mal bitte. So, wer mag, kann sich das Ganze hier auch am Fernseher und am Pavillon nochmal anschauen. Da kann man jetzt schön sehen, was während des Fluges die Kamera macht. So, wie gesagt, der Flug findet völlig autonom statt. Das heißt, es ist momentan kein manueller Eingriff notwendig. Sämtliche Bewegungen werden halt prozessorgesteuert jetzt abgefahren. Ja, fast perfekt die Landung. Ein Bein, zwei Beinchen sind drauf, ich würde sagen. Ich bin nicht schlecht, ich spiele sogar Bundesliga bei den Senioren. Ja, ja, die Musiker, die haben echt, wie dein Papa auch, die haben echt... Sehe ich doch. Ja gut, wenn du Vollmond in der Stadt siehst, schwitzt du ganz wenig Wasser. Jetzt wird Wasser, aber jetzt hast du schon die Ränder alle. Ein bisschen an den ganzen Fische, die Schwärme, siehst du, die sind nicht da, wo du stehst. Hat er drauf geguckt, schon läuft er. Ah, weißt du, ich so. Jetzt Finger weg. Und weg damit, Windstill. Ach ja, kannst du dir richtig Bilder aufsetzen. Ja. Ja, Uli, das hat man ja gerne.
ganzen Tag vermisst. Der Mors. Die alte Form von LOL. Waffelkopter. Ich sagte, das ist ein Rufzeichen. Delta, den kenne ich. So. Ja, wenn du auf die Kopf kommst, dann stört man was, das ist nicht voll.